Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Freitag, der 13. Ich wollte das Spiel nicht anmachen, aber ich habe mich getraut, Leute. Ich habe mich getraut. Und dann gucken wir mal, rein, was das Spiel denn von uns will. Denn ich glaube, es ist das beste Event in diesem Jahr. Also wir feiern Halloween, obwohl Halloween noch so ein bisschen weg ist. Und ich bin ganz ehrlich, also jetzt für mich, ich feiere Halloween eigentlich nie. Das ist eine Tradition, die nicht von hier kommt, sondern wir sind ja eher so die Karnevalisten. Aber egal, könnte auch so passen. Aber wir schauen mal. Hier drüben, Häuptling. Was will denn der Bob von uns? Nichts als Arbeit und kein Vergnügen. Macht einen Bauarbeiter fast verrückt. Okay, bei mir gibt es nichts mehr zu arbeiten. Hast du dich schon einmal gefragt, ob ich auch Truppen bauen kann? Echt, er kann auch Truppen bauen? Nee, habe ich noch nicht. Lass mich dir meine neueste Kreation zeigen. Ach, guck, wir gucken mal. Der saures Elixierkessel, okay. Das hört sich schon mal spannend an. Stellen wir ihn an ein hübsches Örtchen auf. Ja, machen wir mal. Ich habe jetzt hier ein Gebäude, was wir hier irgendwo setzen können. Da finde ich den jetzt gerade nicht so gut, sondern hier finde ich den so ein bisschen besser. Und nun beginnt es. Was beginnt? Was beginnt hier? Was beginnt? Sieh dir mal dieses langweilige alte Elixierlager an. Ja, das stimmt. Das ist wirklich langweilig und alt. Obwohl, der zeigt jetzt auf das dunkle Lager. So langweilig ist das ja nicht, weil mit Rathaus 15 musst du es ja doch schon mal öfter voll befüllen. Zack, saures Elixier. Okay, davon zergeht einem auf der Zunge. Ja. Kann sein. Erbeute wertvolles saures Elixier aus gegnerischen Dörfern. Okay, aber ich kann auch da mal gucken, was hier in dem Kessel produziert wird. Also es ist ja in jedem Fall ein Event. Und wenn wir hier drauf gehen, dann kann ich hier sagen Mix Money und dann, ja, dann beginnt es eigentlich, diese komischen Truppen, also 4 neue Truppen kann man sich hier erspielen in dem Pass und die erste holen wir uns jetzt auch gleich. Hier wird das köstliche saure Elixier gelagert, okay, mal sehen, wie lange das Event eigentlich geht, hol dir die Belohnung ab, wir haben erstmal den Bagenschütze, okay. Den Bagenschützen, okay. Den haben wir uns freigeschaltet und wir können auch was eintauschen, aber wir haben noch keine Medaillen. Also die Mixmanie hier läuft noch nicht, aber 4650 kostet der Queenskin, also der Geistliche. Und es gibt natürlich noch mehr schicke Sachen, hier sehe ich jetzt gerade. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Wie viele Punkte können wir uns denn hier eigentlich maximal erspielen? Wie komme ich da jetzt nochmal rein? Ich komme hier rein, okay. Mal gucken, wie viel wir uns maximal... Ah, da geht ja einiges. Da geht ja einiges, Leute. 200, obwohl so viel geht gar nicht, ne? Ah, da müsste man jetzt, man kann... Okay, 2400. Wir kriegen da 100, 200, 300, 450, 600, 750, 900. Oh, oh, oh. Okay, das Ganze geht ja ein paar Tage, 18 Tage. Ja, ich rechne mal aus, wie viel man hier am Ende tatsächlich machen kann. Man kann auch schieben. Okay, ich habe aber noch keine Ereignisschübe. 20 Tage, 22. Und das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Was man hier für das Ausbilden und Truppen. Okay, da bin ich aber, glaube ich, noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall sammeln. Also nicht hier sammeln, sondern wir müssen ja, vom Gegner sammeln. Okay, ich habe nicht ganz so viel drin bei mir im Pott. Dann fangen wir eben mal an, beziehungsweise wir holen uns einfach ein paar Truppen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir bei einem so einen Angriff denn eigentlich reinbekommen. In diesem echt tollen Event. Halt 1, 2, 2. So. Die kaufe ich eben mal. Überfallwochenende auch mal gestartet. Habe ich noch nicht gemacht. Denn auch da wollen wir ja unter Umständen mal die neue Truppe sehen.
So, ihr könnt übrigens die Überfälle jetzt hier auch als Ältester starten. Also man muss nicht mehr Vize sein, um das Überfallwochenende zu starten, sondern es reicht, wenn ihr Ältester seid. So habe ich das zumindest in den Patchnotes gelesen. Man muss also nicht warten. Und, oh, ich habe hier schon... ich habe ein paar Trophäen verloren. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier reinfahren können. Wir schauen mal rein. Okay. Okay. Gar nicht mal so einfach, was? Aber ich meine, wenn man es mir schon so einfach macht, dann nehmen wir das auch einfach so hin. Okay, hier unten sind die Kampftürme, da sind die und da oben ist das Elixier, was wir uns erholen müssen. Ne? Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier hin. Okay, da haben wir gleich die Quellenfalle gefunden. Sehr schön. Ich habe mir die beiden Drachen jetzt noch aufgespart. Ich will mal sehen. Ich will da hinten ja das Elixier bekommen. Und wie das dann zählt hier in den sauren Kessel rein. Weil im Moment sehe ich hier noch gar nichts, wie das funktioniert, das Ganze. Und müsste dann schauen, wie das hier im Kessel funktioniert. Das sieht aber noch ganz gut aus. Da müssen wir eben ein bisschen aufpassen. Dann nehmen wir die beiden mit da rein. Da hinten ist noch was. Ja, ich meine, das Dorf war jetzt, das war echt mal ein Lucky Punch heute Morgen. Das war wirklich mal ein Lucky Punch, aber echt das beste Event dieses Jahr. Und die fliegen da einfach durch. Die übersehen einfach die Gladiatorin hier. Auch nicht schlecht. Die übersehen das einfach. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Ah, da unten, okay. Das beste Event ever. Und viele haben sich ja vorher schon gefragt, was hat es damit auf sich? Wie lange läuft das? Wie kriege ich die Truppen? Wie kriege ich überhaupt das Elixier zusammen? Und reicht das überhaupt, wenn ich in der Legende spiele? Weil ich habe ja nur 8 Angriffe pro Tag, kann also nicht so unendlich viel farmen und müsste dann schon immer hier... Okay, ich habe jetzt 6570 Saures dazu bekommen. Ist das jetzt eher viel oder ist das jetzt eher wenig? Ist das jetzt eher viel oder ist das jetzt eher wenig? Dann schauen wir mal. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Medaillen bekommen. Wir haben einen Trainingstrank bekommen. Aber mehr noch nicht. Okay. Schweinemagier wären jetzt die nächste Truppe. Also man bekommt, was haben wir jetzt eben bekommen? 6000 steht das hier auch nochmal. Mal eben gucken, ob das hier am Ende auch nochmal so steht, was man bekommen hat, aber ich glaube nicht. Ne? 6250, glaube ich, haben wir jetzt bekommen und haben auf jeden Fall ein paar Tage Zeit, was ja auch nicht so schlecht ist, aber mit richtig vielen Charakteren hier dieses Event spielen, ist sicherlich auch schwer. Ich denke mal, nicht alle werden jetzt auf den Skin sparen, sondern werden sich auch die anderen kleinen Sachen holen, die Sachen fürs Dorf, also so ein bisschen die Hindernisse etc., weil nicht jeder steht auf Skins und deswegen habe ich da auch keine Sorge, dass jetzt alle nur noch diesen Skin Ash spielen. Ah ne, da steht's, hier steht es nicht nochmal drin, aber okay, wir haben 6250, glaube ich, bekommen und dementsprechend haben wir hier jetzt die ersten Mix-Medaillen bekommen, 100 Stück, dafür können wir schon was eintauschen, aber für 100 gibt es hier noch nichts. Okay, was ist das günstigste? Ah doch, es gibt ein bisschen Gold, ein bisschen Elixier. Okay. Dann müssen wir ein bisschen reinhauen. Oh, die neue Truppe hier, gibt es ein Event. Kombo-Wahnsinn. Also wir können insgesamt 350.000 von dem sauren Elixier sammeln. Maximal. Überfallwochenende. Die Hilfe ist verfügbar. Haben wir eigentlich alles gemacht. Und das, was wir noch nicht gemacht haben, ja. Oh, okay. Supercell wäre nicht Supercell, ne? Supercell wäre nicht Supercell.
Okay, Mix-Medaillen. 5 Tage, 1,99, 9,99. Hier sogar im Pack. Mit anderen Sachen, sehr erbaulich. Heldengala, oh mein Gott. Mein Gott, ich muss das Spiel ausmachen. Ich muss das Game ausmachen, ey. Ja, überall die Mix-Medaillen mit drin. Überall hier die Mix-Medaillen mit drin. Ja, ich muss echt mal ausrechnen, wie viele Mix-Medaillen es am Ende gibt. Ob das jetzt gerade so für die Queen reicht oder ob es nicht doch noch für ein Hindernis reicht. Aber das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben. Und dann verbleibe ich erstmal. Ich hoffe, das Event anspielen hier mit mir hat euch ganz gut gefallen zum Wochenende. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Also so ein Halloween-Daumen. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Wir werden es in jedem Fall sehen. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles, saures, süßes Wochenende. Ciao, ciao, euer Toto. Clashed.